ihr habt euch eine Fräse gekauft und braucht jetzt natürlich auch Fräser, dann kann ich euch vielleicht mal meine Erfahrung mitteilen, würde ich mal sagen. Und ich bin der Daniel, ihr seid auf meinem YouTube-Kanal Basteltau. Los geht's. Als ich mit YouTube angefangen habe, da habe ich mir gleich diese Makita gekauft mit den drei Aufsätzen. Die werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und da habe ich mir den ersten Fräsersatz gekauft, der als erster Fräsersatz verlinkt ist. Ein Bosch Grün. Der hat mir über ein Jahr lang zu 100% funktioniert. Klar, irgendwann werden diverse Fräser stumpf, wenn man drauf losbrettert, aber das Set hat damals irgendwas mit 48 € gekostet. Also mit 12 Fräsern, ein kleiner Falzfräser, ein kleiner Bündigfräser leider, der hat eine Schneidklinge von 13 mm. Und wie ihr seht, da wären wir bei einer 18er Platte oder 15er Platte schon am Limit. Wir können sie nicht komplett bündig fräsen. Wir müssten versetzen. Und das dauert halt wieder Zeit. Man muss zweimal fräsen. Und jeder will ja Zeit sparen, ne? Und deswegen hat Anfang des Jahres, ich weiß es gar nicht mehr was, glaube ich März, wo ich die Tischfräse gebaut habe für meine Bosch GTS 10, das ENT Dura Cut Fräserset den Weg zu mir gefunden. Ist ein 12er Set mit 8 mm Schaft, kostet um die 120 €. Ich habe die Gold Edition. Ist wahrscheinlich nicht anders als die schwarzen Fräser. Und ja, schauen wir mal rein. Im Großen und Ganzen eigentlich alles drin, was man braucht. Nutfräser in 8 mm, 12, 16 und 20. Ein V-Fräser, ein U-Fräser. Radius 6 außen. Dann diese Welle R4, R4. Gegenläufiger Radius. Den R6 Radiusfräser und Kantenfräser und den R10 Kantenfräser und den 45 Grad Kantenfräser. Was mir aber in dieser Sammlung gefehlt hat oder fehlen würde, also diesen 20 mm Nutfräser, den würde ich zum Beispiel gar nicht brauchen, oder diesen hier, da wäre mir lieber, den ich nachgekauft habe, ein Bündigfräser mit Kugellager oben liegend. Finde ich wichtiger. Ja, warum finde ich das wichtiger? Wenn ich jetzt kleine Teile habe natürlich und den habe ich in der Tischfräse drin, dann kann ich das Teil umdrehen, je nachdem, wie ich dann mit dem Bündigfräser Kugellager unten liegend fräsen tue. Habe ich aber jetzt ein großes Stück auf dem Boden stehen, wie bei meinem Schaukelstuhl, da hätte ich den habe ich ja versaut, ich hatte einen von Trend, da habe ich schon das Lager weggemacht, da sind mir die Klingen vorne gebrochen, weil ich so hell war und gegen die Fräsrichtung rein bin. Zack, war er am Arsch. Die Lager, die kann ich aber noch benutzen bei meinen anderen Fräsern. Also schmeißt nie den Fräser weg, die Lager sind noch gut. Ja, da habe ich den brauchen können und er war nicht da drin, den habe ich mir extra bestellt. Er war dann von Trend und da der kaputt war, habe ich mir den von ENT nochmal gekauft. Der ist bis jetzt sogar noch unbenutzt und den werde ich definitiv noch öfters mal brauchen. Ja, der fehlt mir halt drin. Das Set ist, also ich bin sehr zufrieden damit. Da brauchen wir auch nicht von der Qualität irgendwie reden oder das will ich überhaupt nicht. Ob jetzt diese Bosch-Fräser gut sind oder nicht, mir haben sie meinen Dienst erwiesen. Ein Jahr lang, vor allem der Nut-Fräser, der wurde hergenommen. Also richtig und der ist immer noch okay. Nachschleifen und die Kanten sind glatt. Auf jeden Fall, das ENT-Set ist sehr genial. Allerdings habe ich da jetzt was gefunden von Bosch und das würde ich mir als Anfänger eigentlich eher kaufen. Hat nochmal drei Fräser mehr im Set plus Kugellager, Ersatzkugellager und kostet nur die Hälfte. Und das ist jetzt auch keine Werbung. Also es steht schon Werbung da oben. Ich habe weder von ENT dieses Set geschenkt bekommen, noch von Bosch dieses Set. Und noch und nöcher natürlich das andere. Da habe ich gerade mit YouTube angefangen. Da kriegst du nichts hinterhergeschmissen. Also diese drei Sets sind vom Hersteller nicht gesponsert. Schauen wir in das Bosch-Set rein. Ja, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, komm, das kaufst du, wenn dir ein Fräser, ein Bündigfräser oder so kaputt geht,
dann sitzt du da ohne Fräser und musst erstmal einen bestellen, weil wenn ihr irgendwo in den Baumarkt geht und einen Bündigfräser sucht, wenn ihr Glück habt, findet ihr einen für 70, 80 € und da bin ich wirklich zu geizig. Der ENT, der kostet um die 40 €, den ich euch gezeigt habe. Ja, wie gesagt, die Schneidklingen sind gleich lang, ENT und Bosch. Wir haben hier eine Länge, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß, dass die gleich lang sind. Wir haben 25 mm, die ENT ist 1 mm länger, also die hat 26. Ja, der hat 26. Aber auf jeden Fall habt ihr schon mal eine größere Auswahl. 15 Fräser, ihr habt 2 R6 und R3 Abrundfräser, Nutfräser 18 und 16 mm, die passenden Austauschkugellager noch dazu. Auch Gegenradius R4 allerdings, ja, der andere war auch R4, ne? Genau, R4 mal R4. Dann haben wir aber 45 Grad Kantenfräser oder Phasenfräser und 25 Grad. Das hat zum Beispiel der ENT nicht. Den Schwalbenschwanzfräser hat der ENT auch nicht, aber ganz ehrlich, ich brauche ihn nicht. V-Fräser und hier kommen wir auch zu einem coolen Fräser. Das ist ein 4 mm Nutfräser, der sehr praktisch ist, weil der passt nämlich zum Beispiel genau für Lamellos, Flachdübel der Größe 10. Also wenn ihr den jetzt anhebt am Kugellager, seid ihr mit der Schneidklinge genau in der Mitte von diesem Flachdübel. Heißt, damit könnt ihr auch Flachdübel verbauen und müsst euch nicht extra eine Flachdübelfräse kaufen. Das ist auch wiederum genial. Allerdings müsst ihr da, wenn ihr Flachdübel verbaut, einen Schlitz fräsen, weil der ist natürlich ein bisschen breiter als der Fräser. Als Heimwerker tun wir, oder auch ich als YouTuber, tun wir nicht jeden Tag fräsen. Von daher bin ich jetzt mal wahrscheinlich an dem Punkt angekommen, wo ich, wenn hier mal ein Fräser drauf geht, also der V-Fräser, den werde ich so nachkaufen. Aber wenn mal dieser Bündigfräser oder der andere kaputt geht, werde ich mir einfach diese Kiste für circa 50 bis 60 € einfach nochmal kaufen. Und dann habe ich die anderen Fräser auch wieder, bevor ich mir einen einzelnen Bündigfräser, ein Standard kostet um die 40, 50 €. Will man mit Wendeplatten, dann zahlt man schnell mal um die 100 € oder 80 circa. Da gibt es auch noch verschiedene Versionen mit 30 Fräsern, dann gibt es noch ein kleines Kästchen mit Kantenfräser, also gerade in verschiedenen Winkeln und Abrundfräser und noch eins, glaube ich, aber ich packe es euch mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alle Sets, die ich bis jetzt habe und noch weiterhin haben werde. Was ich allerdings nicht mag, sind diese 15 bis 25 € Crash-Pilot-Sets auf Amazon oder wo auch immer. Die gibt es auch bei Norma oder so. Das sind hochrotierende Teile. Da habe ich eigentlich auch wie bei Maschinen lieber gern einen Namen draufstehen, weil diese Billig-China-Fräse, die ich mal gekauft habe, die habe ich jetzt zweimal benutzt, seitdem steht sie. Also ich habe halt vorher schon die Bosch-Kantenfräse gehabt, ich habe die Makita, ich habe noch eine Perles und die Triton, die ist im Tisch drin verbaut. Also ich habe 1, 2, 3, 4, ich habe 5 Fräsen. Das wusste ich gar nicht. 5 Stück? Ah ja, geht es euch auch manchmal so? Ihr habt Werkzeug mehr als ihr denkt? Cool, zu viel Werkzeug. So geht es eigentlich keinem, ne? Auf jeden Fall, jetzt hole ich sie wieder hierher. Ja, ich bin mit beiden Sets zufrieden. Hier habe ich jetzt schon den einen Bündigfräser im Einsatz gehabt und den Kantenfräser. Hier habe ich auch einen Nutfräser, Bündigfräser, Kantenfräser im Einsatz gehabt. Sind beides die gleichen Ergebnisse. ENT wahrscheinlich noch ein bisschen besser bei weicherem Holz. Denke ich jetzt mal, aber das wird die Zeit zeigen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Review drüber, wie die sich bewährt haben. Damit wären wir am Ende des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Entscheidung abnehmen.
und hoffe, ihr trefft die richtige Wahl, wenn ihr unbedingt Fräser braucht. Nimm. 0815 Gelaber. Ich bin voll raus gerade. Das erzählt ihr aber bitte keinem weiter. Ja, das war das Video. Nächste Woche gibt's News erstmal. Und dann dieses Wochenende kann ich nichts machen. Mein Rücken ist total schaden. Die ganze Woche schon. Das heißt, ich rühre den schweren Tisch nicht an. Und nächste Woche mache ich mich dann dran an den GTS-Stand, dass der Ende nächste Woche fertig ist. Und dann kommt auch schon das Video. Was in den News kommt, solltet ihr unbedingt gucken. Da wird abgestimmt, welche Farbe. Ich will es streichen. Ich wollte es eigentlich erst ölen, jetzt will ich es streichen. Und da machen wir eine Abstimmung. Erstmal kommt der Farbvorschlag nächste Woche. Da könnt ihr alle Hashtag Farbe, haut eure Farbe rein. Oder jetzt schon im Video, einfach Hashtag Farbe. Zusammengeschrieben alles, was für eine Farbe ihr empfehlen würdet. Ich bin eigentlich bei Grau oder vielleicht Rot oder keine Ahnung. Kommt bitte nicht mit Pink. Ja, ihr seht, da unten ist der alte GTS, das kleine alte GTS-Ständchen. Der andere ist ein bisschen größer. Das ist nur die Seite. Die Front ist noch breiter, also so breit wie die komplette Oberfläche. Und ja, stimmt mal oder haut rein die Farbe, Hashtag Farbe, welche Farbe ihr cool findet. Und nächste Woche am Montag machen wir eine Abstimmung zwischen zwei Farben, die mir passen. Und dann sehen wir, was rauskommt. Vielleicht Pink oder Rosa. Auf jeden Fall wünsche ich euch dann jetzt noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns wieder am Montag oder am Dienstag, wenn die News kommen. Ich weiß noch nicht, wann sie fertig sind. Bis dann und bis zum nächsten Video. Und das sage ich jetzt dann bis dann nochmal zum nächsten Video. Heute ist scheiß Schmerztabletten. Gut, ich schneide jetzt das Video. Ciao. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke anmachen, weil es kommen regelmäßig Videos und zwar unregelmäßig. Und deswegen ist die Glocke sinnvoll, damit ihr jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, auch angerufen werdet von YouTube. Hey, Basteltown, neues Video. Nein, in eurer App macht's Bidding oder oben rechts Bidding und dann seht ihr Basteltown, neues Video. Ciao.